deine Wache. Weg, weg, weg. Bis bald. Die Rüstung behalten wir lieber. Kinkerlizid würden wir noch gerne verkaufen. Haben wir hier magischen Bedarf? Was haben wir hier? Eine Bank. Ein Rathaus, das geschlossen ist. Zauberpunkte aus dem Brunnen und Privathäuser. Die klappern wir doch mal ab. Experte der Feuermagie? Nein, das dauert noch. Experte der Erdmagie? Ein Trainingsgelände, ein Seeräuberlager. Das gibt es leider im 7. Teil nicht mehr. Also extra Trainingsanstalten. Aber das zeige ich euch später, wenn wir da Mitglied sind. Hallo. Experte Rituale Magie. Spirituale Magie. Hallo. Geistesmagie. Hallo. Körpermagie. Und Schule. Ich hasse die Schule. okay. Also wir merken uns, hier sind die klerikalen Zauber und da ist Feuer und Erde und die Trainingshalle da hinten. Noch ein Brunnen. Permanent 2 Glück. Yay. So. Oh, da oben bewegt sich was. Da gucken wir mal kurz hin. Jo, Goblins. Basisgilde selbst. Nein, wir würden gerne auf dein Dach. Hier. Dran. Oh, 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 oh. Blaze K.O. Wir sollten vielleicht mal unsere Zauber einstellen. Flammenpfeil. Elektroschock. So. Und einen von diesen schönen roten Tränken für sie. Und du hast hoffentlich schon Heilzauber. Ja. Britzel. Britzel. Nee, ist schon wieder K.O. Nicht gut. Oh, 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 oh. Wir müssen unbedingt möglichst schnell Bogen für alle lernen. So, haben wir schon mal etwas Gold. Experte des Lernens. Das können wir noch nicht. Kurz ausruhen. Kinkerlitzchen wollten wir suchen. Was haben wir oben? Das sieht aus wie ein Tempel. Tempel von Neusorpigal. Ja. Hinten war eine klerikale Schule. Und hier ist eine elementare Schule. Geschlossen. Geschlossen. Nur für Mitglieder. Also wir müssen definitiv noch ein paar Mitgliedschaften erwerben. Wofür wir das Gold hier hätten. Oh, hallo. Schön, Gilde der Elemente. Gekauft. So und ein Suchauftrag. Unsere Stadt wird periodisch von großen Spinnen heimgesucht. Ich bin sicher, wenn die Spinnenkönigin getötet wird, verschwinden auch die anderen Spinnen. Ich biete eine hohe Belohnung für diejenigen, die die Spinnenkönigin töten. Okay, also Spinnenkönigin töten und einen Kerzenständer aus dem Tempel holen. Ist ja noch soweit recht übersichtlich. Hallo, wie geht's? Mitgliedschaft in der Gilde selbst. Ja. Und noch ein Suchauftrag. Du liebe Güte, kannst du mir helfen? Meine Tochter Angela ist verschwunden. Ich glaube, sie ist in den verlassenen Tempel gegangen, der in der Nähe der Stadt steht. Und wenn das stimmt, dann könnte sie in großer Gefahr sein. Wer weiß schon, was für schreckliche Dinge da vor sich gehen. Bitte finde sie und bringe sie zu mir zurück. Natürlich. Also zwei Aufträge jetzt schon im Tempel. Das schreit geradezu danach, dass wir da hingehen. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Experte Meditation. Oh, hallo. Experte Kondition. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Klingenspitze. Zu nett von dir. Wie geht's? Und Seeräuberlager. Kobaya? Ich bin ein Sammler von Kreaturen und exotischen Dingen. Er kauft Kobaya. Okay. Oh, und hier gibt's Kinkerlitzchen. Geschlossen. Geschlossen. Kann ich dir beim Suchen helfen? Nee, wir wollen nur verkaufen. Dankeschön. Danke, komm bald wieder. So, und jetzt würden wir gerne in das Seeräuberlager und in diese komische Klinge.
um da ein paar Fähigkeiten zu lernen. Geschlossen. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ja, ist ja auch ein wenig zwielichtig, das passt schon. Dann halt zu den Klingen, die müssten hier sein. Das einzige Gebäude, wo wir bisher noch nicht waren. Geschlossen. Und die schlafen gerne länger. Was schaust du dir da an? Axt, Stab, Speer, Leder. Ja doch, Leder könnten wir mal allen kaufen. Das wird witzig sein. Dann kannst du das schon mal anziehen, dann gibst du nicht ganz so schnell um. Okay. Bleibt noch ein Blick in den Stall. Unsere Helden haben einfach den Drang danach. Beziehungsweise ich als Spieler habe das, denn da gibt es kostenlose Fertigkeitspunkte. So, und jetzt schauen wir uns einfach ein bisschen in der Gegend um. Wir müssen ja schließlich Gold und Erfahrungspunkte und was weiß ich machen. Da sind schon mal mehr Goblins. Und Fässer. Pritzel. Oh, 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 oh. Warte mal, Talana? Nein, du. Ja doch. Sind ein paar mehr. Das könnte interessant werden. Allgemein werden wir in Might & Magic 6 wesentlich häufiger weglaufen müssen als in 7, denke ich. Einfach weil es hier viel, 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 viel mehr Gegner sind. Deswegen auch die Flächenzauber später so wichtig werden. Au, 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 au. Warum müsst ihr alle zaubern? Komm, komm, komm. Gut. Wir sollten nicht auf der Böschung stehen bleiben. Lay, heilen. Dich. Lay, warte mal. Heilung auf sie und dann prügeln wir einfach. Komm schon. Jo, und das war's, glaube ich, erstmal. Weg, 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 weg. Oh. Talana hat's erwischt. Ab in die Kneipe. Hallo, komm herein. Und in die Sicherheit. So. Gleiches Spiel nochmal? Nee. Also von der Böschung, da halte ich mich, glaube ich, erstmal kurz fern. Ich will lieber die Kiste dadurch stöbern und die Fässer trinken. Genau, die Kiste da. So, Glasflasche. Energie, magischer Trank. Ich weiß nicht. Aha. Und ein Langbogen. Nur leider können die Damen noch keine Bögen benutzen. Rote Flüssigkeit ist für dich. Weiße Flüssigkeit. Oh, weia. Glück. Ah, okay. Weiß müsste also eigentlich mir rumtragen. So, wir wollten uns von da fernhalten. Gucken uns erstmal allgemein an der Küste um. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein paar Kräuter. Dann könnten wir damit schon mal rumexperimentieren. Oh, oh. Hier sind noch mehr davon. Also das meine ich mit Massen an Gegnern. Es sind wirklich Massen. Aha, ein toter Goblin. Fehlen nur noch 3532. Oh, 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 oh. So. Wir machen einen kleinen Ausfall. Jetzt, wo die ganzen Goblins hier sind, laufen wir an denen vorbei. Schnappen uns ein, zwei von ihren Töpfen und Kisten. Ich weiß nicht. Kenn ich nicht. Oh. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Du brauchst gleich mal ein paar Fähigkeitspunkte. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich hab's. Ich weiß nicht. Aha. Nix, nix, nix. Das kannst du mal anziehen. Das kriegst auch du, das auch du. Die Sachen werden verkauft. So, Flucht. Flucht vor den Goblins. Und anziehen. Da hinten ist noch eine Insel.
Kommen wir aber nicht so leicht drauf, denn wir haben keinen Wasserwandeln. Du bist ein Müller. Schön, dass du da bist. Und sie will nicht mehr mit uns reden. Das ist nicht nett. Dass du da bist. Und hier haben wir einen Experten antiker Waffen. Der ein oder andere wird da was anfangen können. Das ist schon mal sehr skurril, die so früh am Anfang zu finden. Also die Lehrer, nicht die Waffen. Aber ignorieren wir das erstmal. Wir wollen hier richtig schön alles nach und nach abgehen. Also wie ihr euch schon gedacht habt, versuche ich auch das hier einigermaßen zu roleplayen. Also ich benutze nicht ganz so viel Spielerwissen. Mein normaler Weg wäre eigentlich gewesen, sofort nach Ironfist zu gehen, da den Bogen zu lernen, eine bestimmte Quest abzugeben und recht schnell voranzukommen. Aber das ist nicht so wirklich im Sinn des Spiels. Ich versuche jetzt echt das Beste aus der Situation zu machen. Oh. Und wenn das heißt, wir müssen ein paar Mal von den Gegnern weglaufen, dann heißt es halt genau das. Wir brauchen unbedingt ein Level-Up. Kippen alle noch viel zu schnell um. Na komm, ein Goblin nur noch töten. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Du, da. Haha, oh, das ist ein roter Goblin. Nicht gut. Weiter und Rückzug. Und genau deswegen war Krieger die richtige Wahl, denke ich. Kerogon hält jetzt schon viel aus und dabei ist er quasi Nakidai. So, schlafen. Wir haben noch nicht genug Erfahrungspunkte, ist okay. Aber wir haben die hier. Ich gebe einmal ihr ein. Für erkennen. So. Und ich gebe Gerogon ein. Für den Bogen. So. Damit er damit ein bisschen was an Schaden anrichten kann. So lange, bis die Damen dann auch soweit sind. So, was brauchen wir noch? Wir haben eine Lederrüstung für dich. Du brauchst auch noch eine Lederrüstung. Und du machst 4D2, du machst 5D2. Oh, Piratensäbel. Der ist gekauft. Definitiv. Bis bald. Ja, 3D3 gegen 2D4 plus 5 ist schon ordentlich. Also eine Lederrüstung noch und die Armbrust behalten wir, sobald sie auch Bogen schießen kann. Die Waffen bitte nicht anfassen. Oh, verstärktes Leder. Gekauft. Normale Sachen. Ein paar Helme. Drachenschild. Bis zum nächsten. So, sieht doch gleich viel besser aus an Ausrüstung. Also, du kriegst die. Kriegt einen Helm. Handschuh. Nein. Okay, er muss noch Schildskill lernen. Wie schaut's hier aus? Geschlossen. Ja. Jetzt aber. Dolch, Handel, erkennen, sechster Sinn, Falle. Handeln. Erkennen hast du. Also eigentlich bräuchten später alle Handeln, aber das spare ich mir auf. Unsere Goldreserven sind momentan ja nicht ganz so pralle. Okay, bessere Ausrüstung, check. Töten. Im Nordwesten der Stadt soll der Tempel sein. Da gucken wir mal ganz tentativ hin. Waha. Jo, Gegner. Interessante Mischung aus Goblins und Magiern. Aber da sagen wir mal nichts zu.
Oh, 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 oh. Wo kommt ihr denn her? Was war hinterhältig? Was wahrscheinlich auch der ganze Plan dahinter war. Aha, ein toter Goblin. Ein angeschlagener Goblin, der flieht. Die halten weniger aus, okay. No. Ja, es wird noch eine Weile dauern, bis wir einen Gruppenheilzauber haben. Aber wir dünnen sie langsam aus, das passt schon. Und sobald wir unseren ersten Stufenanstieg haben... Das war ganz schön gekrächzt, Talana. Aber nachvollziehbar, denke ich. Das war doch hoffentlich Talana, oder? Ich hätte mir eben gerade fast einbilden können, dass Gerugon so geschrien hat. Das war Norn. Oh, 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 oh. Okay. Du heilen sie. Taktischer Rückzug auf die Landzunge da hinten. Und da sind keine Gegner. Sehr schön. Sondern ein Unterhändler. Betteln? Bettel so viel du willst. Ich werde dir nicht helfen. Ja, wir sind noch nicht bekannt genug. Und da ist ein Vulkan, der auch noch interessant sein könnte. Aber wir können noch nicht fliegen. Oh, instant dunkel. Aha. So, nochmal das Ganze. Und ich hoffe mal, dass wir in diesem Anschwung durchkommen. Vor allem, wenn die so schön aufgereiht sind wie hier. Quatsch. Quatsch. Ja, sehr gut. So muss das sein. Immer schön einer nach dem anderen. Dabei Rückwärtslauf und Schießen und alles ist gut. Komm, 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 komm. Unbedingt meditieren erhöhen. Zauberpunkte sind echt super mau. Stirb. So, laut magischem Auge sind unten rechts bei der Brücke welche. Und hier oben versteckt sich irgendwo einer. Dahinter. Na okay, der ist weg. Oh, Kisten. Gold, 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 Gold. Armbrust für dich. Kraut für dich. Gold, Gold. Aha. Du kommst weg. Kommst dahin. Oh, kennst du nicht. Das ist gut. Und hier hätten wir den Tempel. Verlassener Tempel. Ja, da schauen wir gleich ran. Erstmal wird abgespeichert und wir sehen uns dann wieder.